Hallo und herzlich willkommen zur täglichen Chart-Analyse des DFI und BTC. Mein Name ist Klerik und ihr seid hier auf meinem Krypto-Kanal. Ja, heute gibt es einfach mal gar nichts zu sagen. Und damit meine ich wirklich gar nichts. Aber ich versuche es trotzdem und gehe mit euch mal durch, was passiert ist. Und zwar habe ich euch gestern erzählt, wenn wir hier schaffen, über die 2,64 Dollar im DFI rüberzukommen, dann sehe ich es, dass es viel höher gehen kann. Haben wir nicht geschafft, mehrmals hier angetickt und jedes Mal drunter geblieben, dann kam der große Abverkauf und das war's. Wir sind jetzt hier aber in einem Support-Bereich gelandet, das heißt, hier versucht er sich gerade zu stabilisieren, dann gibt es vielleicht einen neuen Anlauf dahin. Wenn er sich nicht schafft zu stabilisieren, dann geht es tiefer und ich sagte euch, falls wir hier nicht rüberkommen, dann ist die Chance hoch, dass wir hier unten die gelbe Linie nochmal antesten und das kann immer noch passieren. Ja, das heißt also, wie gesagt, es ist nichts passiert, wir sind ganz leicht runtergebrochen, sind in einer Seitwärtsrange und es passiert nichts. Im Bitcoin genau das gleiche, wir haben hier versucht, die Nackenlinie von der Schulter, Kopf, Schulter nach oben zu durchbrechen, hat nicht geklappt, immer wieder abverkauft und dann ging es runter. Das heißt, das Ziel von 42.000 ist jetzt vom Tisch, weil die Nackenlinie nicht durchbrochen wurde, ist dann runtergegangen, befindet sich immer noch im Kanal, hier ein bisschen Fehlausbruch und wieder rein und ja, eine Seitwärtsbewegung immer noch mit ganz leichtem Aufwärtspotenzial auch im Bitcoin. Das heißt, auch dort ist nichts passiert, hat sich nichts getan. Wenn wir jetzt die 33.000 nach unten verlassen oder hier die 38.000 bis 39.000 nach oben, dann können wir eine Richtung festmachen, wohin es gehen könnte. Aber jetzt gerade ist einfach nichts los im Markt. Das soll es von mir auch schon gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder.